Schönen guten Morgen, das ist Bild live an diesem Donnerstag und gleich in der Breaking News. Ein Munitionslager der Polizei steht in Flammen. Hier in der Hauptstadt, in Berlin, im Grunewald, da sehen Sie die Rauchschwaden dort über dem Grunewald im Süden Berlins. Da knallt es seit den frühen Morgenstunden kräftig, seit kurz vor 4 Uhr. Immer wieder Detonationen, Explosionen. Damit sind die Berliner dort im Süden der Stadt heute aufgewacht. Sie sehen, dass diesen Großeinsatz der Feuerwehr dort, gerade die Bilder von unseren Reportern geschickt, mehr als 100 Feuerwehrleute dort, die den Brand im Grunewald bekämpfen. Ein Munitionslager und das sind massive Detonationen. Schauen Sie hier, das sind Handyvideos geschickt von Anwohnern dort. Das Munitionslager abgesperrt dort im Wald durch diesen Zaun und dahinter kracht es und knallt es gewaltig. Nein, das ist nicht das Feuerwerk der Rolling Stones am Abend. Hören Sie ganz kurz rein, das sind massive Explosionen dort im Süden der Hauptstadt. Das ist ein ganz beliebtes Ausflugsziel dort, der südliche Grunewald. Jetzt um diese Zeit, da gehen die Berliner dort mit ihren Hunden aus. Da machen sich die Ersten auf den Rädern unterwegs an der Havel und zum Wannsee dort im Grunewald. Und dort eben jetzt dieser Großbrand. Noch unklar, warum der ausgebrochen ist. Wir haben gerade unsere Reporter mit der Feuerwehr dort sprechen können, was eine mögliche Brandursache sein könnte. Die Berliner Feuerwehr wurde heute um 3.24 Uhr an den Kronprinzessinnenweg in Nikolassee gerufen. Am dortigen Sprengplatz Grunewald kam es zu mehreren großen Explosionen und kommt immer noch zu Explosionen. Darüber hinaus kam es zu einem Brand, der sich sehr zügig auch aufgrund der trockenen Vegetation auf den umliegenden Waldbereich ausbreitete. Die erst eintreffenden Kräfte konnten die Lage schnell bestätigen und zügig groß nachalarmieren, zogen sich dann aber zurück, auch aufgrund der massiven Explosionsgefahr des Sprengplatzes, da dort immer noch viele Kampfmittel lagern. Also ein Munitionslager in der Hauptstadt hier in Berlin, ein Munitionslager der Polizei steht in Flammen seit den frühen Morgenstunden, seit etwa 4 Uhr, das jetzt in diesen morgendlichen Stunden die Rauchschwaden dort im Süden Berlins über dem Grunewald. Und das Ganze hat noch eine Geschichte, nicht nur diese massiven Explosionen und Detonationen, nein, im Süden Berlins ist gerade auf den Straßen alles gesperrt, die AWOS, die Autobahn, wegen dieser massiven Detonationen, die führt direkt dort hinter dem Zaun lang, die Autobahn auf der anderen Seite, und die ist aktuell gesperrt. Im Berufsverkehr bedeutet das eine Menge Ärger. Umsteigen auf die S-Bahn ist für die Berliner aktuell nicht. Auch die S-Bahn dort im Süden, die fällt teilweise aus. Also das beschäftigt im Moment die Hauptstadt, dieser massive Brand dort im Süden Berlins in einem Polizeimunitionslager. Kurz vor 4 Uhr war das. Immer wieder Detonationen, Explosionen dort. Da sind die Berliner mit diesen Geräuschen heute aufgewacht im Süden der Stadt. Das ging tatsächlich über Stunden. Schauen Sie hier, das ist gedreht von Anwohnern dort, direkt am Zaun zu diesem Munitionslager. Alles, was dahinter ist, ist dieses riesige Sprenggelände der Polizei. Da lagern 50 Tonnen Weltkriegsmunition und illegales Feuerwerk. Normalerweise wird das kontrolliert dort immer wieder gesprengt. Man kennt das. Das ist immer wieder knallt dort im Grunewald und heute eben außer Kontrolle dort, wahrscheinlich wegen eines Waldbrandes. Feuer im Berliner Grunewald. Nach einer unbeabsichtigten Explosion auf einem Sprengplatz im Stadtteil Zehlendorf ist in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Durch die anhaltende Dürre breiten sich die Flammen schnell auf einen nahegelegenen Wald aus. Der Einsatz der Rettungskräfte wird durch zahlreiche Explosionen erschwert. Die Feuerwehr kommt nicht an den eigentlichen Brandherd und muss sich deshalb darauf konzentrieren, eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Die Lage ist immer noch unübersichtlich. Zurzeit gucken wir, wir haben einen Radius von 1000 Metern, den sich keiner nähern darf, unsere Einsatzkräfte nicht, wie auch die Bevölkerung. Hier auch nochmal die Information dahingehend an die Jogger, auch bei dem schönen Wetter, was wir verstehen können. Wir versuchen die Brandbekämpfung von allen Seiten anzufangen und das auch vom Wasser mit Löschbooten, hier auch der Löschhubschrauber. Die Schwierigkeit ist die warmen Temperaturen. Die
körperliche Belastung für unsere Einsatzkräfte, hier aber auch ganz klar die Vegetation. Das Feuer schreitet im Moment unkoordiniert voran. Wir können nicht näher ran als die 1000 Meter versuchen, es eine Riegelstellung aufzubauen. Zum Glück sind keine Personen oder hier auch Wohngebäude betroffen. In enger Zusammenarbeit mit der Polizei und Bundeswehr, die auch gepanzerte Spezialfahrzeuge haben, versuchen wir nun, den Löschangriff langsam vorzunehmen. Dieses wird sich aber dann doch noch über mindestens den ganzen Tag herauszögern. Die Feuerwehr ist mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort. Auch Spezialkräfte der Bundeswehr wurden angefordert. Verletzt wurde bisher niemand. Auch Wohngebiete befinden sich nicht in unmittelbarer Nähe. Allerdings sind die Explosionen über Kilometer zu hören. Wie es zu der Explosion gekommen ist, ist noch unklar. Auf dem Platz wird Fundmunition gelagert und durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst der Berliner Polizei kontrolliert, entschärft. Also ein Megafeuer jetzt gerade in diesen Momenten in der Hauptstadt ausgebrochen. Am frühen Morgen in der Nacht hat es noch geknallt gegen 3:30 Uhr. Ich bin davon wach geworden, habe das gehört, habe mich dann gezwungen weiter zu schlafen. Ja, das war heftig. Man hat die Erschütterung tatsächlich gespürt hier im Süden Berlins. Das ist ein riesiges Gelände dort im Grunewald. Ein total beliebtes Gebiet, vor allen Dingen für alle die, die einen Hund haben. Das ist jetzt so die Zeit, da gehen alle Berliner dort im Süden, die frei haben, raus mit den Hunden. Heute nicht, das ist weiträumig abgesperrt. Sie sehen, wie es da aussah vor wenigen Stunden. Und wir haben es ja gerade von Polizei und Feuerwehr gehört. Das ist bei weitem nicht unter Kontrolle. Breitet da traut sich logischerweise keiner drauf auf das Gelände, weil halt dauernd noch was in die Luft fliegt dort. Wir sprechen gleich mit unserem Kollegen Benjamin Trampf, der ist die ganze Zeit dort vor Ort und der bringt uns auf dem Laufenden. Im Moment breitet sich das Feuer, breiten sich die Flammen dort weiter aus. Die Polizei und die Feuerwehr, die sprechen im Moment von einem unkoordinierten Feuer. Also das ist der etwas sperrige Begriff dafür, aber bedeutet eben, da ist nichts unter Kontrolle. Und die fahren immer mehr Gerät auf, mittlerweile schwere Räumpanzer dort, Wasserwerfer aufgefahren. Wir hören sogar, dass die Bundeswehr um Hilfe gebeten wurde, weil das eben ein Munitionsgebiet, ein hochgefährliches Gebiet dort ist. Unser Reporter ist jetzt dort hinter dem Zaun. Benjamin Trampf, unser Bildreporter, der das seit den frühen Morgenstunden dort verfolgt. Das hat mir ehrlich gesagt gerade ein bisschen Angst gemacht, dass die Feuerwehr nach so vielen Stunden sagt, das ist unkoordiniert. Mensch, wir kommen da gar nicht ran. Wir können uns das aus der Luft irgendwie angucken. Ist das ein Eindruck dort von den Einsatzkräften, bei denen du dich da gerade befindest, Benjamin? Es ist tatsächlich der Fall, dass die Feuerwehr keine Chance hat, sich etwas dichter noch an diesen Brandherd ranzutasten. Es ist ein Umkreis von 1000 Meter geschaffen worden. Es ist zu gefährlich. Und deshalb, ihr habt es auch gerade eben angesprochen, ist auch die Bundeswehr angefordert worden, weil die kennt sich aus mit unwegsamem Gelände. Die kommt jetzt hier mit stark gepanzertem Fahrzeug an. Die rollen hier vorgleich. In wenigen Minuten soll es dann soweit sein. Die können dann wie im Kriegsfall sich dann tatsächlich immer dichter an diesen Brandherd rantasten und sind dann zum einen fahrzeugtechnisch geschützt und natürlich auch das Personal selbst geschützt, weil die normalen Feuerwehrautos, die Polizei, die Wasserwerfer, die würden derartige Explosionen, Detonationen nicht wegstecken können. Ben, beschreib uns einmal den Grunewald für all die, die nicht aus der Hauptstadt kommen, die den Grunewald nicht kennen. Wie bedrohlich ist die Situation? Gibt es da Wohngegenden in der Nähe? Derzeit breitet sich das Feuer ja weiterhin unkontrolliert aus. Kann das gefährlich werden irgendwann für Anwohner? Momentan brennen hier wohl 15.000 Quadratmeter, 1,5 Hektar, das sind umgerechnet circa 2 Fußballfelder, die hier seit den frühen Morgenstunden brennen. Hier werden 50 Tonnen Weltkriegsbomben gelagert, drunter auch noch illegales Feuerwerk, was dann hier zu gegebener Stunde kontrolliert gesprengt wird. Das werden die Berliner, das werden die Brandenburger kennen, wenn die AWOS hier im Bereich Hüttenweg dann immer mal wieder in den Sommermonaten für ein paar Minuten gesperrt wird, damit es hier zu diesen kontrollierten Sprengungen kommen kann. Glücklicherweise befindet sich dieses Munitionslager der Polizei im Grunewald selbst. Also es sind in den letzten Stunden keinerlei Personen zu Schaden gekommen und auch kein Wohngebiet. Nicht ohne Grund befindet sich dieses Munitionslager mitten im Grunewald, damit so etwas tatsächlich ausgeschlossen werden kann. Die Flammen breiten sich ringförmig aus. Die Feuerwehr ist mit Drohnen im Einsatz, versucht sich jetzt ein Bild aus der Luft zu verschaffen. Die tasten sich jetzt also ran, versuchen die weitere Lage zu besprechen. Löschhubschrauber sind angefangen.
aufgefordert, auch die neben der Feuerwehr, die Bundeswehr. Und das passiert dann alles hier in den nächsten Stunden. Löschpanzer sind schon vor Ort. Und wie gesagt, Löschhubschrauber und Bundeswehr, das kommt jetzt alles in den nächsten Minuten bis Stunden. Ja, das kann uns den ganzen Tag beschäftigen. Also immer noch bei weitem nicht kontrolliert die Lage dort im Berliner Süden bei diesem Megafeuer dort auf diesem Munitionslagergelände. Benjamin, du hast es gesagt, mehr als 2 Fußballfelder groß, das Gelände, das da brennt seit den frühen Morgenstunden. Das ist ein riesiges Gelände, aber vor allen Dingen ja das Hauptproblem eben, was da lagert. Ne? 50 Tonnen Weltkriegsmunition und offenbar ja illegales Feuerwerk in großen, großen Mengen, Benjamin. Richtig, genau das ist die Problematik, vor der die Polizei steht, vor der die Feuerwehr steht, die hier seit 4 Uhr morgens versucht, diesem Brand irgendwie Herr zu werden. Wir sehen jetzt hier Fahrzeuge vom THW, wir sehen die Berliner Feuerwehr, wir sehen im weiteren Verlauf hinten sind die Autos, die gepanzerten Löschfahrzeuge der Polizei bereits durchgefahren. Gepanzertes Fahrzeug der Polizei hier auch noch in Grün steht nach wie vor hier vor Ort. Also sobald es da grünes Licht gibt, sobald es da mehr Informationen über die Drohnenbilder gibt, mit der die Feuerwehr hier zur Stunde im Einsatz ist, rückt hier nach und nach mehr Gerät nach vorne, jetzt halt erst einmal die Bundeswehr, weil es zur Stunde tatsächlich viel zu gefährlich ist, sowohl für die Einsatzkräfte als auch für die Leute, die hier vor Ort sind und sich dann Stück für Stück halt in dieses Brandgebiet bewegen müssen. Um dem vorzubeugen, wurde jetzt, wie gesagt, die Löschhubschrauber angefordert und auch die Bundeswehr. Benjamin Tramp, vielen herzlichen Dank dir für deine Informationen. Du wirst uns natürlich im Laufe der Sendung immer auf dem Laufenden halten, was dort passiert bei diesem Großbrand im Grunewald. Danke.